Peace, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Heute auf der Jura Bike Messe 2020. Ich bin jetzt schon das dritte Mal auf der Jura Bike Messe gewesen. Bis jetzt hat man da noch nie was von der E-Mobilität gesehen. Bis jetzt. Wie immer bin ich auf der Messe da so rumgeschlendert und habe mir die Neuigkeiten angeschaut von den Motorrädern. Da hat es mich wie ein Blitz getroffen, als ich hinten rumgegangen bin, so im letzten Eck, ein riesengroßer Stand nur mit E-Mobilität. Ich wusste nicht, wie man es ausspricht, jetzt sieht man es, sie haben mir das auch gesagt, es heißt nicht EZ-Mobilität, sondern EZ-Mobilität. Und da hat man Fahrzeuge gesehen, die man eigentlich selbst als Motorradfahrer nicht überall sieht. Okay, Zero, wie jetzt hier, sieht man öfter, ist auch schon bekannt. Aber das, was man hier gesehen hat, war für mich wirklich höchst interessant. Man hat es an den Zuschauerzahlen gesehen, die ersten sind vorbeigegangen und haben gesagt, was sind das für Motorräder? Das ist ja und sehr viele sind dann stehen geblieben und haben sich die angeschaut und was mich verwundert hat, völlig wertfrei. Also nicht irgendwie von vornherein schon irgendwas gesagt wie, ach, geh mal mit dem Dreck oder was soll der Schmarrn, sondern die sind wirklich offen drauf zugegangen, haben sich das Thema angeschaut. Wunderbar sind auch die Mitarbeiter vor dem Stand gewesen, die völlig neutral und sehr gut das Thema erklärt haben. Es gab von 45 km/h Mokix bis jetzt hier die Soko, die 95 fährt, bis zu den Supersportlern alles, was man sich vorstellen kann in der E-Mobilität. Und das ist ein so großer Schritt für die Jura Bike Messe. Ich kann das gar nicht groß, noch größer wertschätzen. Also wirklich, wirklich klasse. Hut ab vor so viel Mut, das hier zu präsentieren. Wow, wirklich wahr. Schaut es euch an. Wirklich, ich war wirklich begeistert. Vielen Dank geht an Martin Kipfmüller, der Geschäftsführer vom Autohaus Richter und Zech. Ich mache jetzt hier Werbung, es steht auch Werbebeitrag oder sowas oben drüber. Ich bekomme nichts dafür. Aber ich habe mit Martin, wenn er das sieht, danke nochmal, habe ich ausgemacht, dass ich definitiv mal bei ihm vorbeikomme und mir das anschaue. Er hat also nicht nur zwei Räder, sondern alles, was mit E-Mobilität zu tun hat, eben auch Autos. Und das werde ich mir mal anschauen und werde darüber berichten. Wirklich ganz klasse. Danke für die Präsentation.